Nähern oder näher herzieht. Es kam noch eine Frage auf, wenn wir jetzt da Projektideen definieren, was geschieht eigentlich damit? Was im Moment damit geschieht, ist, dass wir die natürlich als erste Startprojekte auch auf diese Plattform legen und uns in dem Verbund, wir haben ja die Moderatoren auch so ausgewählt, dass sie tatsächlich auch mehr oder weniger Handlungsmacht in dem Feld haben, gucken, wie bringen wir die denn gemeinsam an den Start, diese Projekte. Und ähnlich wird es so sein, dass wir die Sammlung an Themen und Anforderungen und die Sammlung nach Institutionen, Partnern, die uns auch helfen in der Realisierung und die uns auch helfen in der Finanzierung, dass wir das gemeinsam weitertreiben und gucken, dass wir möglichst viel davon an den Start bringen. Die Details werden dann über die Plattform oder über andere Kanäle kommuniziert. Aber das sind jetzt Themen, die wir auch staatmäßig berücksichtigen, gucken, wie viel können wir jetzt schon draus machen. Also das ist nichts, was jetzt nur mal so theoretische Übung war, weil wir wollen ja auch wirklich was bewegen und nicht nur drüber reden. Ich freue mich sehr, dass ihr jetzt auch ein bisschen im Dialog noch eure Ideen mitteilt und eure Einschätzungen und eure Befürchtungen. Wir haben die Form von so einer Podiumsdiskussion gewählt, weil das zum einen spannender ist, auch immer so im direkten Austausch, was auch so kurze Statements zu hören, natürlich allen auch die Möglichkeit gibt, mal was zu fragen. Es ist nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit das alleine machen will, sondern erst am Anfang mal den Partnern ein paar Fragen stelle und dann natürlich auch bitte, dass ihr auch ein paar Fragen stellt. Und was sehr schön ist, ist, dass wir ganz vielfältige Perspektive, glaube ich, hier versammelt haben, war auch das Ziel. Und wir haben ganz besonderes Pech und Glück zugleich. Ich höre, dass die Andrea Eskau, die wir eigentlich noch eingeladen hatten, die schon sehr erfolgreich im Behindertensport in verschiedenen Disziplinen war und ist, jetzt nicht kann, weil sie krank geworden ist. Und ungefähr eine halbe Minute später spricht mich der Marc Kiefer an und sagt, er ist eher praktisch der Koordinator für die Behindertensportverbände ist und dass ihn das Thema ja im Prinzip auch interessiert und dass wir das integrieren wollen. Ich habe mich natürlich gleich verhaftet und habe gesagt, bitte, das wäre doch toll. Ich habe mich natürlich riesig gefreut. Manchmal läuft es halt blöd. dass wir die Perspektive auch drin haben. Das ist ja nicht so, dass wir in einem Treffen gleich alles abfrühstücken können, aber wir wollten das zumindest auch mal irgendwo integriert haben. Super, dass du dabei bist. Thomas Seintner ist nochmal eine andere Ecke der sportwissenschaftlichen Disziplin mit sehr viel mehr auch an Technik, Informationstechnik, Fokus, aber auch sehr pragmatisch, kriegt auch was bewegt, das schätze ich ja immer an dir. Schön, dass du dabei bist und auch von vornherein gesagt hast, du machst mit. Dann haben wir ja einen, das hatte ich ja eingangs gesagt, so Technologiepartner. Und ich wollte auch gerne einen Vertreter davon dabei haben. Und der Matthias Struck hat sich angeboten vom Fraunhofer Institut für integrierte Schaltung, die eine ganze Reihe an Projekten auch im Sport gemacht haben, die schon viel bewirkt haben oder hätten können. Aber auch den Übertrag in Sensoric Wearables im Bereich Gesund erhalten. Das ist ein sehr großes Fraunhofer mit sehr, sehr viel unterschiedlicher Kompetenz, die sich dann da rein vereint. Finde ich auch toll, dass du also heute und auch als noch einer der Technologiepartner unser Netzwerk auch aktiv unterstützt. Dann ist es natürlich ganz wichtig, wirklich auch mal einen Sportler zu haben. Das habe ich ja eingangs schon gesagt, dass es ganz gar nicht so einfach war im momentanen Setting, jemanden zu kriegen. So schöner, dass der Markus dabei ist, Markus Werner, als Mountainbiker und nicht irgendeiner, sondern deutscher Meister. Und das ist natürlich toll, vor allem, weil das auch nochmal eine Perspektive ist, die, wenn man dann Sommersportart sagt, gar nicht unbedingt ständig sofort aufpoppt. Aber es ist natürlich, ich meine, der ganze Radsport ist ja riesig, sowohl Mountainbike als auch an der Straße, als auch die Bahn. Also ich denke, mit der Entwicklung dort kann man einiges erreichen. Und den Charlie habe ich ja schon vorgestellt. Du hast das Ganze eigentlich mit ins Rollen gebracht und deswegen musst du auch heute doppelt antreten.
Ich hab's schon dran. Ja, mit, natürlich. Ich war nur nebendran. Die Geschichte, wie das wirklich entstanden ist, die gibt es dann später bei einem Glas Wein noch dazu. Vielleicht fange ich mal natürlich beim Sportler an, das ist mir am wichtigsten, dass das nicht aus dem Auge geht. Was sind denn aus deiner Sicht Erfahrungen mit Wearables? Hast du welche? Also grundsätzlich Wearables im Radsport, also ich kann mir Radsport eigentlich ohne Wearable überhaupt nicht mehr vorstellen. Das bedeutet, jeder fährt mal ein paar Meter Fahrrad und hat ja sowieso einen Radcomputer dran, der Kilometer misst und so weiter. Aber heutzutage im Leistungssport, im Radsport, hat man dann eine leistungsbasierende Probe am Rad, die halt Tretleistung misst, an den Radcomputer sendet, über GPS die Geschwindigkeit ermittelt, somit auch die aktuelle Leistung und somit immer direkt im Wearable speichert am Radcomputer. Man kann es direkt auch über Bluetooth Smart aufs Handy und dann Live-Tracking ist momentan absolut sofort möglich, dass Trainer sofort sieht, wo du dich aktuell befindest, mit welcher Leistung. Ist ja in der Tour de France, wer das verfolgt, auch schon zum Teil gezeigt worden, was wahrscheinlich 2016 jetzt noch mehr auch die Leistungsdaten direkt am Bildschirm zu sehen sind. Und die Daten sind in einer Datei einfach in einer Dropbox hochgeladen und vor jedem Trainer oder vom Trainer dann sofort ist ersichtlich. Da kann man dann auch die ganzen kommerziellen Plattformen halt nutzen, um Daten hin und her zu schicken. Das ist ja auch kein Thema heutzutage. Und wie gesagt, der Radsport ohne Wearable nicht vorstellbar. Gibt es denn Sachen, die du besonders toll findest, die dich besonders begeistern da? Ja, das, was man aktuell nutzt, also eine Leistungsmesskurbel oder es gibt auch andere Systeme, die vielleicht nicht so genau sind, ist Nummer 1 einfach. Die, ob nur Bluetooth Smart oder Anti-Plus basierend Daten an irgendwelchen Computer sendet, das ist Standard mittlerweile. Gibt es Sachen, die dich stören? Oder du sagst, das ist jetzt nicht so der Brüller, oder da könnten verzichten? Klar, man hat einen Herzfrequenzgurt einen Brustgurt. Mich stört es nicht, aber ich kenne Athleten, die sagen schon, mag das Ding nicht. Aber wenn ich damit arbeiten will, dann muss ich sowas auch tragen. Da, es gibt für Frauen zum Beispiel, da ist es halt schon auch hinderlich. Mittlerweile BHs oder Sport-BHs, wo das integriert ist, was auch kein Thema mehr ist in dem Sinne. Ist meine Meinung. Also mich stört in dem Sinne, wüsste ich jetzt nicht, dass da irgendwas stört. Ist denn der Mountainbikesport, ist da irgendwas dezidiert anders als im Straßenrad- oder Bahnradsport? Jetzt was Wearables so angeht, was die Bedingungen? Ich denke, der Straßensport ist schon ein bisschen Technologie oder nutzt eine höhere Technologie oder ist einen Schritt voraus. Das hängt natürlich auch dadurch zusammen, dass der finanziell ganz anders gestellt ist, die halt mit der Wirtschaft vielleicht mehr kooperieren. Und das kann man aber dann adaptieren auch auf Mountainbikesport in dem Sinne. Das ist ja eigentlich identische Sportart, Bewegungsmuster und dann geht das eigentlich ganz prima. Und mittlerweile die ersten leistungsbasierenden Systeme sind vor 25 Jahren auf den Markt gekommen. Jetzt sind die halt für jedermann auch finanziell machbar. Somit greift es dann auch den Mountainbikesport, wo es nicht so viele Profis gibt, in dem Sinne kann man da besser damit arbeiten. Und wir hatten ja das Thema auch mit Schutzausrüstung. Ist das irgendwie was, wo du auch Potenziale siehst, also wenn es sich irgendwie downhillt oder so hinhaut, dass man sagt, dass du da dir auch noch was wünschst? Das bestimmte Verletzungsmuster typisch auftreten und sagen, da könnte vielleicht auch noch was drin sein. Ich sag mal, Protektoren sind in meiner Sportart, im Cross-Country oder Marathon, in den Ausdauerdisziplinen nicht so sehr
sagen wir, gewünscht oder was, weil die halt stören das Bewegungsmuster einfach. Also im Downhill-Bereich sind sie Pflicht oder in den Abfahrtsdisziplinen. Aber bei uns muss man einen Helm tragen, ist klar. Das ist jetzt. Und das ist auch nicht, wo du nicht sagst, also haust dich immer auf die Schulter oder irgendwie so was. Oder Ellenbogen, keine Ahnung. Verletzungsgefahr ist natürlich überall, wenn wir im Wald auf einer Wurzel oder Stein sind immer Umwelteinflüsse, die man nicht vorneweg berechnen kann. Dann stürzt man auf jeden Fall irgendwie mal. Das ist in jeder Sportart, sind Verletzungen. Das gehört einfach dazu, wenn man sich am Limit bewegt. Wenn man sagt, wie kann ich das verhindern? Oder wie kann ein Wirbelbild mich dabei unterstützen, dass das nicht passiert? Das zählt uns heute Abend dann. beim Glas Wein. Nee, das war ja schön, dass du die ganze Zeit dabei warst. Hast du noch von den Diskussionen, die du so gehört hast, ist irgendwie noch was Neues oder irgendein Wunsch, wo du sagst, das wäre jetzt cool, das habe ich irgendwo mitgekriegt? Für uns Sportler ist es eigentlich für mich, oder auch, ich spreche für andere Sportler noch, dass es halt wirklich einfach zu bedienen ist. Dass halt ein Standard ist, wo der mit Bluetooth oder mit Android Plus halt ganz einfach zu kommunizieren ist. Nicht, wo man noch Dateien umschreiben muss und so weiter. Das ist eine, dass es einfach zu handelbar ist. Dann hatten wir vorhin das Thema Head-Up-Display, was in vielen Sportarten sicherlich eine Sache ist, die interessant ist. Und deine Vitalparameter, die du aktuell abrufst, direkt einzublenden in Brillen, dass du nicht erst den Kopf bewegen musst auf dein Display, sondern direkt in der Brille hast, die einfach anpassbar sind. Und aber viele Sachen auch in Bezug auf Regeneration sind Wearable, wo halt Vitalparameter, was gestern denke ich fast zu kurz gekommen ist, Urin Code, die halt jeder einfach sagen wir, auswerten kann zu Hause und dann online gestellt werden, um den Verlauf zu kennzeichnen. Das wäre mein Wunsch, was halt auch sinnvoll wäre, finde ich. Ja, gut, danke. So, Marc, ich kann jetzt ja die ganzen Fragen stellen, die ich der Andrea hätte stellen wollen, aber natürlich hast du bestimmt auch ein bisschen einen Überblick, was jetzt der aktuelle, was wird denn schon eingesetzt oder wird überhaupt was eingesetzt, Andrea, jetzt in den verschiedenen Behindertensportarten? Ja, also größtenteils sind das schon die Pendants letztendlich, die wir dann auch nutzen oder nutzen können. Es kommt eben letztendlich dann auch auf die Sportart an, was dann angeboten ist. Ich hätte ja eben theoretisch auch in jeden Workshop, wenn man so will, gehen können, weil es eben letztendlich Mannschaftssporten, Wintersportarten, Sommersportarten bei uns gibt und da natürlich auch unterschiedliche Wearables dann nutzbar wären bzw. Nutzbar gemacht werden könnten. Ein spezielles Thema ist sicherlich bezogen auf verschiedene Behinderungsarten dann nochmal die Wearables anzupassen. Also da wäre dann für die Zielgruppe der Sehbehinderten sicherlich im Moment so die größte Schwierigkeit, sage ich mal, wenn man das jetzt alles app-basiert macht und da keine Hörfunktion oder Sprachfunktion dahinter steht. Also da ist das direkte Feedback nicht so leicht möglich. Aber ansonsten spielt sicherlich die Technologie in der einen oder anderen Sportart mindestens die gleiche Rolle, wie das im olympischen Sport ist. Also Andrea Eskau ist jetzt eine Sportlerin, die auch auf ein herausragendes Sportgerät jetzt im Sommer wie auch im Winter zurückgreifen muss. Und insofern sind da viele Schnittmengen, glaube ich, die man da definieren kann. Und die man unseren Sportlern dann auch näher bringen so muss oder sollte. Kennst du denn ein Highlight, wo irgendwas bei euch eingesetzt wird, in einer Art Wearable, wo du sagst, das ist jetzt so eine Art Vorzeigeprojekt schon?
Ja, also es gibt sicherlich so ein paar Projekte, die mir jetzt durch den Kopf gehen, die wir zuletzt hatten. Also sicherlich im Radsport ist es dann das gleichen Tools, so die du logischerweise auch nutzt, beziehungsweise auch dann abgespeckte Versionen, weil bei uns das Geld letztendlich auch tatsächlich dann der Faktor ist, dass der das bestimmt, was die Athleten nutzen können. Ansonsten gibt es sicherlich herausragende Projekte, die auch ein direktes Feedback geben im Ski Alpin. Ich hatte es eben im Dialog ja schon mal kurz erwähnt. Also wir haben da im Monoski-Bereich ein GPS-Projekt laufen lassen, das auch jetzt eigentlich kurz vor den Spielen in Sochi erst finalisiert ausgewertet werden konnte, wo dann tatsächlich eben das Feedback 1:1 zu der Athletin auch gegeben werden konnte und sie dann auch ihre Dämpferfunktion anders eingestellt hat und auch ihre Routenwahl, wenn man so will, noch versucht hat umzustellen. Und das war halt möglich, weil das dann halt auch direkt übertragbar war, halt an der Piste. Also so wie du es ja auch dargestellt hast, sind die Zeiten am Gletscher knapp, die man da zur Verfügung hat, und dann musste man halt auch möglichst schnell reagieren. Und das hat dann halt echt super funktioniert. Wie cool. Gibt es einen Bereich, du hast ja eins schon gesagt, mit der Sehbehinderung, gibt es ein konkretes Projekt, wo du denkst, das wäre toll, das würde vielen sehr viel helfen? Ja, also bezogen auf sehbehinderte Menschen ist es halt tatsächlich eben die Problematik, eben die jetzt entwickelte Technologie eben so zu transferieren, dass sie eben dann halt hörbar gemacht werden können. Also bezogen auf die Wearables wird mir jetzt da nichts Konkretes einfallen. Aber auch in anderen Bereichen ist das ein Problem, wenn es zum Beispiel im Anti-Doping-Bereich um die NADA-Applikationen beispielsweise geht, also um da eben aktuelle Aufenthalte etc. reinzuladen. Rahmentrainingsplan ist natürlich kein Problem, den macht man einmal und das kann auch der Trainer dann mitmachen. Allerdings, wenn es dann tatsächlich um Athleten geht, die dann sich nicht mehr in dem allgemeinen Testpool befinden, dann wird das dann schon schwieriger, die Aufenthalte da jeweils dann einzutragen. Aber da weiß ich, dass wir da schon lange im Dialog sind, aber noch keine Lösung gefunden haben. Können wir aber auch noch mal drüber reden, das ist jetzt gerade interessant, weil ein aktuelles Projekt, so eine Hörbrille, das eine Sehinformation hörbar macht mit so einer Art Hörgerät, könnte wahrscheinlich sogar genau das ist für eine ganz andere Applikation, jetzt im Verbundprojekt von uns, im EU-Projekt entwickelt wird, da könnte vermutlich genau den Text oder eine Anzeige vorlesen und einspielen. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein Beispiel dafür, wie viele der Synergieeffekte dann möglich sind und dass das gar nicht was ganz Eigenes ist als Bereich. Nur ist was Besonderes, also wenn man die Entwickler von Wearables jetzt anspricht, müssen die auf irgendwas Besonderes achten, wenn es Behindertensport ist. Gibt es Dinge, die auf jeden Fall anders irgendwie sind? Also ich glaube irgendwie, also das war ja auch gestern in der Tagung schon das Thema Individualisierung. Das trifft halt auf den paralympischen Sport seit jeher zu. Also wir können nicht über Behindertensport sprechen, sondern es gibt letztendlich 26 paralympische Sportarten, die alle erstmal per se schon logischerweise individuell zu betrachten sind. Und dann ist letztendlich in der Sportart ja auch nicht jeder Athlet gleich. Deswegen gibt es ja das Klassifizierungssystem letztendlich auch, das dann möglichst gerechte Wettkämpfe generieren soll. Und auch da ist es logischerweise so, dass in den Startklassen funktionell komplett unterschiedliche Behinderungen zusammenkommen. Deswegen ist so das Thema Individualisierung sicherlich da im Behindertensport schon seit jeher praktiziert, sozusagen von Trainerseite. Und da ist sicherlich, oder wäre ein gigantisches Projekt sicherlich, wenn man es schaffen würde, dort im Bereich Trainingsplanung und Rahmentrainingsplanung Fortschritte zu machen, dass man da generelle Muster halt entwickelt, weil häufig ist das ein Try and Error, den man wählt mit dem einzelnen Sportler, und wenn sich die Konstellation ändert, dann sind die Erfahrungen vielleicht auch wiederum weg, und da haben wir
Moment auf jeden Fall, wenn man das dann Wissensmanagement nennen möchte, modern, da haben wir noch deutlich Potenzial nach oben. Ja. Prima. Charlie, im Skisport, was gibt es da für spannende Geschichten, Wearables, und was gibt es für Katastrophen, die nie passiert sind? Ja, was Wearables anbelangt, sind wir nur mehr oder weniger ungerührt. Zumindest das klassische Verständnis von Wearable, ob man jetzt einen Armreif oder also so einfache kleine Geräte, die irgendwo tragt. Natürlich, Pulsmesser war eine Zeit lang gang und gäbe, dass man versucht hat, da was drüber in Erfahrung zu bringen. Macht man überhaupt nochmal, was hier und da eingesetzt wird, sind diese, Dinge, die du auch gerade schon erwähnt hast, so GPS-Module in Verbindung mit Beschleunigungsaufnehmern und Gyroskopen, um was über die Fahrlinie, um die Geschwindigkeitsverläufe, die Vibrationen herauszufinden. Das ist kein klassisches Wearable. Man integriert die Messtechnik, um es rückwirkungsfrei zu machen, in den Rückenprotektor, den sowieso jeder trägt. Und damit wird es bei der relativ aufwendigen Messtechnik im Endeffekt zum Wearable. Aber es ist klassisch als Wearable designed, aber man macht es halt dazu. Das wird eingesetzt, was auch gemacht wurde, zumindest so. Hotspots waren Geräte, die man am Arm trägt, die den Energieumsatz über so einen Tag messen sollten und das Schlafverhalten, haben wir ja gestern ausführlich diskutiert, dass wir dann nochmal über so eine Woche tragen mussten, braucht man ja eine Zeit lang an Gewöhnung, dass man das auch beim Duschen dann tragen soll, beim Schlafen tragen soll. Und war aber ganz interessant, was da so rauskommt, dass zum Beispiel der größte Teil des Energieumsatzes oder ein sehr großer, der größte, schon dadurch entsteht, bis die ihr ganzes Equipment zum Beispiel am Start haben im Sommer. Ne, über drei Gondelstationen und dann durch den Tunnel durch in 2800 Meter Höhe und dann erst nur mit dem Zeug runter und zwei Lifte wieder hoch und dann wieder am Start mit drei Paar Ski, einem riesen Rucksack und. Also das hat dermaßen viel Energie gekostet, dass die eigentlich da hätten schon wieder das nächste Frühstück einnehmen müssen, weil das, was sie gefrühstückt haben, eigentlich schon wieder weg war. So ungefähr. Das war für uns überraschend und dann, daraufhin hat man dann auch das Ernährungsverhalten am Gletscher geändert. Also das hat uns extrem überrascht, aber das macht man halt mal als in so einer Hotspot-Untersuchung zu gewissen ausgewählten Zeitpunkten und ausgewählten Orten, um ein bisschen auch wieder das Bewusstsein für die Athleten zu schärfen, wie wichtig das ist und wie viel Energie das kostet. Was natürlich den einen oder anderen auch gleich dazu bringt, uns die ganzen Ski mitzugeben, damit sie die Energie sparen. Ansonsten werden in Wearables noch einmal sehr vorsichtig eingesetzt ist. Wegen der beschriebenen Problematiken, die wir schon gehabt haben, die eingeschränkte Genauigkeit, die einfach mit der man momentan noch leben muss, und je höher der Grad der Genauigkeit, desto mehr wirkt sich das Tragen dieses Messgeräts, dieses Wearables, dann auf die Technik aus. Und den Kompromiss geht man meistens nicht ein. Gibt es denn irgendwelche Versuche, die grandios gescheitert sind? Fällt dir da als Nein, ich springe nichts Besonderes an. Gibt es denn Wünsche, wo du sagst, da jetzt, also... Zwei. Also der eine Wunsch ist heute entstanden, bei dem Vortrag von Billy Sperlich, der so beiläufig erwähnt, dass es da diese Veröffentlichung gibt also über eine Kompressionshose, die über irgendwelche Sensoren, die Relativbewegungen des Kniegelenks erkennt und dadurch Belastungen für das Kreuzband erkennt. Also das ist natürlich für uns hochinteressant. An dem arbeiten wir ja seit vielen, vielen Jahren. Kniegelenksverletzungen sind das Problemfall schlechthin im alpinen Skirennsport. Und wir haben schon lange versucht, über Präventhesen, also Braces, Kniebraces, das Knie zu schützen. Und man hat ja auch den Kompromiss, wenn ich das permanent schütze, also permanent einenge, dann schränke ich Kniegelenksfunktionalität ein, die der Skifahrer aber braucht, in mehr oder weniger vollem Ausmaß, um optimal performen zu können. Und da muss ich immer einen Kompromiss eingehen. Und je weniger ich einschränke, desto mehr gebe ich auch einen Schutz auf. Und je optimaler den Schutz gestalte, desto mehr schränke ich ein. Und diese Form des intelligenten Schutzes, also erst dann diese Funktionalität des Kniegelenks einzuschränken, wenn es braucht, das könnte ja mit so einer Sensorik in so einer Kompressionshose, wir haben ja auch schon diskutiert, Markus, könnte man genau das ja zünden. Ich merke, wenn die Relativbewegung zu groß wird, dann erst wird der Rahmen fest und vorher fährt der einfach mehr oder weniger unaufgeblasen, wenn man das an den Airbag denkt oder an sonstige, vielleicht auch
über elektronische Zündung versteifbaren Textilien einfach mit. Also das wäre ein Wunsch, dass wir dort weiterarbeiten, dass wir das weiter vorantreiben. Und das kam mir erst heute, dass es das gibt, wenn wir das gewusst hätten. Sehr interessant. Das Zweite, das haben wir in unserem Workshop einmal diskutiert, und das kam ja jetzt immer wieder mal zur Diskussion. Wir müssen, oder ich würde mir wünschen, dass wir bei der ganzen Möglichkeit mit neuer Sensorik und Wearables und den Möglichkeiten, Dinge zu messen, den Athleten in seiner Eigenverantwortung und seinen inneren Bewegungslernmechanismen, wenn ich jetzt mal bei technologischen Sportarten wie Ski-Alpin bleibe, nicht zu sehr bevormunden. Ihn also die inneren Mechanismen versuchen zu ersetzen, indem wir viel messen und ihm das quasi abnehmen. Da kommen wir zum Teil her, und da hätte ich jetzt Angst, dass wir da wieder zurückkommen. Klug eingesetzt zum richtigen Zeitpunkt und im richtigen Kontext, nämlich diese inneren Mechanismen eher verstärkend. Wir haben es ja diskutiert mit diesem Instant-Biofeedback-System, das man ein- und ausschaltet, nur um die inneren Mechanismen, die Rückmeldungsmöglichkeiten, die man hat, auch wieder neu zu justieren, indem ich meine Technik weiterentwickle. Da sehe ich einen sehr, sehr sinnvollen Einsatz, aber in viel messen, viel auswerten und alle damit zu erschlagen, da muss man aufpassen. Du bist ja auch viel international unterwegs. Siehst du da bestimmte Vorbilder oder bestimmte, gerade Nicht-Vorbilder in anderen Ländern, anderen Nationen? Wie stehen wir denn in so Projektthemen da in dem Umgang mit neuen Fragen, Beispiel Wearables jetzt, im Vergleich zu anderen Ländern? Also soweit ich jetzt den Einblick habe, ist in anderen Ländern das Thema Wearables auch noch nicht allzu viel weiter. Ohne dass man immer genau sieht, was die jetzt auf der Haut oder unter dem Rennanzug oder sonst was tragen. Aber wir haben ja auch Einblick, was es international an Wearable Technologies gibt. Wir sind jetzt auf dem deutschen Markt begrenzt. Darum gehe ich jetzt mal davon aus, also was ich weiß, sind wir da nicht hinterher. Ich glaube, in manchen Themen sind wir da sicherlich auf Augenhöhe. Im Bereich, den Überblick im Wintersport, Ski-Alpin, weil wir ja dank dir ja immer wieder zur Kreativität gemahnt werden, du ja durchaus auch ein Quell für Inspiration bist. Und wir dort nicht nur, ja. Darum glaube ich zum Teil ja eher, dass wir den alten anderen Schritt voraus sind. Wenn man jetzt die Präventese im weitesten Sinne als Wearable bezeichnet, dann achten ja eher international die Konkurrenten, oder Konkurrenten sind ja in dem Fall angehalten, die Kollegen auf uns, was wir da machen, denn dass wir uns bei den anderen umschauen müssen. Wir haben ja das Netzwerk heute so ein bisschen auch geschildert, hättest du denn noch einen Wunschpartner, wenn du sagst, das eine ist Person oder Institution, die so ein Netzwerk noch genial bereichern kann. Würdest du dir da wünschen? Boah. Nachdem es ja schon so viele sind, fällt mir jetzt momentan gar niemand. Ich frage dich nicht, wen du rausschmeißt. Ja, also eine Institution, eine Person, wer immer, ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber wie der sein müsste, der diesen Enthusiasmus in sich trägt, den Sport weiterzubringen, ähnlich wie wir, und der ohne große bürokratische Hürden einfach auch Zugang zu einem gewissen Budget hat, um Dinge umsetzen zu können, ohne dass man lange und aufwendige bürokratische Wege gehen muss. Solche Wünsche, die mir, solche Leute, ich kenne jetzt keinen, für den abgesprochen, wenn es die gibt, wenn jemand so einen kennt, der wäre herzlich willkommen. Also so bei der Firma Head, wer die kennt, da gibt es diesen Elias, dem die gehört, der verdient ja Geld mit ganz was anderem, das ist einfach ein Freak. Ja? Und der freut sich, wenn er dann beim Großereignis als dritter Kamerafahrer im Slalom und Riesenslalom untergeschubst wird. Ja? Und dafür leistet der sich dieses teure Rennsport-Department von Head. Das kostet den Millionen, ja? Mit den vielen Stars, die der sich da leistet. Und das rechnet sich nie für Head, das macht der. Weil er das gern tut, weil er das begeistert und weil er sich gern da inmitten dieser Stars aufhält für 3 Tage beim Großereignis. Solche braucht man. Solche braucht man im Geschäft. Solche Enthusiasten, Freaks mit ein bisschen Pulver. Also Hinweise, wir verfolgen sie sofort nach. Wir werden gerne entgegengenommen vom Polizeidienst. Thomas, ich habe dir schon erzählt, du bist von vornherein auch gesagt, das ist ein Thema für dich. Bist du gerne dabei? Erzähl uns doch mal was von deinen
von deinen Projekten, was dann auch toll war und was vielleicht auch in die Hose gegangen ist, aber wo man davon lernen kann. Das ist jetzt, naja, ich probiere es mal. Ja, vielleicht so an der Genese mit rein. Also wir sind eigentlich so über dieses Thema gekommen, dass wir eigentlich Daten gebraucht haben, für die Analysen zu machen, die wir machen wollten. Wir wollten uns angucken, wie ändern sich Bewegungen über Dauer. Haben dann angefangen, mit so Sensoren rumzuspielen, haben dann gute und schlechte Erfahrungen in dem Setting gemacht und sind dann relativ schnell so auch auf den Trichter gekommen, das können wir nicht alleine. Und das, was ich an der Stelle mache und wo ich mich auch primär verstehe, ist einen vielfachen Vermittler zwischen Leuten wie Charlie oder den Sportlern, Trainern und vielleicht Leuten wie Matthias Struck, die so die Sensortechnik entwickeln. Und da haben wir tatsächlich ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht und ganz, ganz viele Irrwege vielleicht auch so in dem Setting gemacht. Und einer daraus ist ein Projekt, das wir in Kaiserslautern über Jahre gemacht haben. Da ging es um ein Gruppentraining für Radfahren. Das Spannende an dem Setting war, dass wir eine Gruppe hatten, die sehr tolle Ideen hatte, die eigentlich so, ja, vielleicht teilweise ein bisschen abwegig waren. Also die Grundidee war, wir wollen eine Gruppe von Radfahrern das Training optimieren. Und wenn da so ein Informatiker rangeht, dann stellt er sich auch so vor, also wir vier treffen uns dann auf dem Berg und automatisch läuft dann so ein System. Und wenn er einfach zu schnell ist für uns und der Charlie Weibel noch mit ihm mithalten kann, dann trennt sich automatisch wie eine Gruppe und so eine Steuerung funktioniert. Und man kann tolle Technologien da oben drauf machen. Und wenn man das aber dann im zweiten Schritt einerseits mit Trainern und Sportlern diskutiert, kommt natürlich so eine schnelle Sache mit, was wollen wir denn damit? Und die zweite Geschichte ist halt, wenn man dann mal vielleicht gesagt hat, okay, könntest du das mal ausprobieren, wir haben vielleicht auch einen Mehrwert damit drin, dass wir dann zumindest Daten auch übertragen können, dass wir die Daten ins Begleitauto für die komplette Gruppe übertragen können, dass wir dann an der zweiten Schritt häufig so diese Position haben, wir haben ein tolles System, das funktioniert im Labor super gut und wir gehen raus auf den Sportplatz und das System macht komplett was anderes. Ein Beispiel ist so aus dem Gruppentraining, wir haben also ein relativ kompliziertes Übertragungssystem für Daten entwickelt, die sozusagen die verschiedenen Radfahrer als einen Zwischenknoten nehmen, um Daten wieder weiter zu übertragen und haben das tatsächlich mal so weit, dass wir es ausprobiert haben, dass ein Trainer tatsächlich hinterherfahren könnte beim Auto und jetzt unabhängig, wie weit die Reichweite von dem Funksystem ist, können die das über die verschiedenen Sportler übertragen. Und dann passiert typischerweise in vielen Bereichen dann sowas, der erste Knoten ist da, also der erste Sportler ist da, der zweite Viertler sind gar nicht zu sehen, nach einer halben Stunde taucht der zweite Sportler auf, der erste verschwindet wieder und eins, zwei davon funktionieren ganz gut. Und das ist, glaube ich, eine ganz typische Erfahrung, die wir haben von denen, die jetzt mal nicht so gut funktionieren. Wir haben sozusagen, wir entwickeln viel, wir können viele innovative Ideen damit auch reinbringen, die kommen, die lohnt es sich vielleicht auch aus der Praxis zu diskutieren und manche werden davon verworfen, manche machen aber tatsächlich Sinn. Aber es ist nochmal ein sehr weiter Schritt dahin, diese Sachen tatsächlich auch so hinzukriegen, dass sie tatsächlich dann auch entsprechend laufen. Das ist so ein vielleicht großer Bereich, so wo auch so dieser typische Problem, mit dem wir in diesem Setting häufig sitzen, von der einen Seite zu beleuchten. Also tatsächlich solche Systeme zu entwickeln, auch mal vielleicht die Sportler, Trainer zu überzeugen, sowas auch tatsächlich erstmal auszuprobieren, ist nicht immer ganz einfach, auch wenn wir die Idee ganz toll finden. Es ist nicht unbedingt, kommt sie nicht immer so gut damit an. Und dann die zweite Sache, tatsächlich solche Systeme auch so weit zu bringen, dass sie stabil laufen und weiterlaufen. Und der zweite Bereich vielleicht von einer bisschen anderen Seite ist dann natürlich, wenn man sich mit diesen Systemen beschäftigt. Wir haben, Billy Pirelli hatte so ein bisschen einigermaßen so einen Überblick über diese Sachen gebrochen, unterhält sich mehr so mit dieser Technikerseite, dann ist es ganz häufig sowas, wir können alles Mögliche messen, super gut. Und die Frage ist, wenn man immer fragt, okay, aber woran macht ihr denn jetzt dieses Ereignis fest? Dann ist die Frage, naja, müssen uns die Sportler oder Trainer sagen. Das ist auch relativ frustrierend auf der Seite. Und das ist aber tatsächlich so der Bereich, den wir dann probiert haben, auch so ein bisschen anzugehen. Mittlerweile haben wir das ein bisschen von der Komplexität im Vergleich zu diesem Gruppentraining reduziert, aber stellen auch an der Stelle immer wieder fest, es funktioniert schon, Wearables-Systeme auch so zu machen, dass sie im Leistungssport funktionieren. Zumindest in einfachen Zeitparametern funktioniert. Das ist aber viel Aufwand
Und es ist auch nochmal viel Aufwand, solche Systeme so zu bauen, dass sie tatsächlich, dass ich sie dem Sportler in die Hand geben kann und die Daten mit einer hohen Zuverlässigkeit, mit einer hohen Genauigkeit erfasst werden können und es nutzbar ist. Wenn das funktioniert, dann ist aber auch die Rückmeldung aus der Praxis, speziell für den Sprinter, mit denen wir arbeiten, sehr gut und dann ist auch das Interesse da, diese Sachen tatsächlich gut zu benutzen. Was sind denn dann die größten Herausforderungen für dich? Ist es eher die Technik, ist es die Bürokratie, ist die Kommunikation, ist es die Borniertheit von irgendwem? Also ich glaube, da ich ja aus der Sportwissenschaft komme, ist sozusagen die sportwissenschaftliche Seite nicht so das große Problem. Wir können relativ gut abschätzen, wenn man genauer sich auch mit den Sportarten auskennt, sich mit den Sportlern und Trainern austauscht, was tatsächlich machbar ist und was realisierbar ist. Eine große Herausforderung ist tatsächlich immer nochmal, diese Systeme so weit zu kriegen, dass wir sie auch einsetzen können. Ich glaube, wir haben viel gehört, was man alles so messen kann, aber ich glaube, es ist auch relativ klar. Also wenn ich so einen Fitness-Tracker habe mit 20% Genauigkeit, wir haben eine mal getestet, eine Sorte nur mal getestet und stellen dann fest, dass diese 20% sich aber auch nochmal innerhalb von den Geräten auch in verschiedene Richtungen verschiebt. Also die unterschätzen nicht nur, die überschätzen auch und das hängt auch sehr stark davon ab, wer die wo trägt. Das heißt, da streut ganz, ganz viel. Und wenn wir diese Systeme so haben wollen, dass wir sie im Spitzensport einsetzen müssen, dann müssen wir sie auch sehr, sehr, sehr ausführlich validieren. Und dann können wir sie tatsächlich auch gut einsetzen. Und ich glaube, das ist mit die größte Herausforderung. Damit hängt so ein bisschen eine Geschichte zusammen, auch vielleicht so ein bisschen Erwartungen auf der einen Seite zu prägen. Also ich glaube, wir können auch mit nicht so den Daten, wir haben uns mal mit einem Staffeltrainer unterhalten, der sagt, okay, Staffelwechsel ist ein sehr spannendes Thema, aber wir brauchen sozusagen Genauigkeiten im Bereich von mindestens Hundertstel, wenn nicht Tausendstel Sekunden. Das wird ein Wearable-System nie schaffen an der Stelle. Die Frage ist aber auch, ob wir diese Informationen überhaupt über andere Seite vergleichbar gut bekommen. Also so diesen Trade-off zu machen zu dem, was wir unbedingt brauchen, als wichtiger finden aus der Praxis und dem, was machbar ist und vielleicht nutzbar ist, das ist noch vielleicht eine zweite große Herausforderung. Und wo siehst du jetzt für die Zukunft den größten Nutzwert von Wearables für den Sport? Ich glaube, dass der größte Nutzwert tatsächlich, da stimme ich mit Charlie Weibel, fand ich sehr gut, was er vorhin gesagt hat, wir brauchen diese Daten nicht permanent, um den Sportler zu überwachen. Wir brauchen das nicht. Wir sollten auch nicht hingehen und sagen, diese Technologie sagt dir, was du trainieren sollst und dein Gefühl ist nicht so wichtig. Da stimme ich völlig vor, dass diese Sachen auch nicht immer permanent eingesetzt werden können. Aber das, was ich glaube, wo sie uns sehr gut helfen können, aber da fehlt uns auch noch auf der technischen Seite ein Schritt, ist langfristige Entwicklungen zu zeigen und vielleicht auch frühzeitig Indikatoren aufzuzeigen, die in Richtung Verletzungen, auch Leistungsentwicklung, Überlastung gehen. Also tatsächlich aus diesen Daten raus zunächst mal sowas wie Warnzeichen oder Hinweise zu geben für bestimmte Entwicklungen, die aber dann wahrscheinlich der Trainer oder der Sportler selbst nochmal mit angucken muss. Und das ist vielleicht, da kommen wir in den Bereich der Herausforderung letztendlich nochmal, so ein Bereich, über den wir heute nicht so viel diskutiert haben, aber der eine große Rolle spielt. Ich glaube, in dem letzten Beitrag war das mal angesprochen, ist natürlich der Bereich des Data Minings. Also was mache ich mit diesen Daten? Wie kann ich diese Daten analysieren? Und was ist das Interessante aus diesen Daten raus? Ja, danke, wir kommen jetzt in der Dramaturgie noch zur technischen Realisierung, soweit wir jetzt überhaupt schon kommen können. Matthias, was interessiert denn so ein Fraunhofer eigentlich an so einem Thema, an so einem Netzwerk? Vielleicht fange ich andersrum an. Wir kommen ursprünglich aus der Medizintechnik. Aus der Medizintechnik, das bedeutet, die Anforderungen an Messgenauigkeit sind sehr, sehr hoch. Die Usability kann man nahezu vernachlässigen, weil der Mehrwert für den Patienten oder den Arzt einfach so hoch ist, dass er gewisse Einschränkungen in Kauf nimmt. Wir haben dann gemerkt, dass sich im Bereich Gadgets, würde ich mal sagen, noch gar nicht Wearables, sehr viel tut, ein Riesenmarkt dahinter ist und es sich da genau umkehrt. Sprich, die Usability ist das, was der Benutzer fordert und die Messgenauigkeit ist erstmal gar nicht so wichtig. Der Spitzensport schließt beides. Da schließt sich der Kreis. Die Messgenauigkeit muss hoch sein und auch die Usability muss hoch sein. Von daher war das die Motivation, in diesen Markt mit reinzugehen. Ansonsten kann ich mich in den Worten von Thomas schon sehr gut wiederfinden.
aus technischer Sicht. Die Compliance ist das, was uns aktuell beschäftigt. Das heißt, am Anfang, gerade im Mountainbike, ist man schon technisch affin. Ja? Da ist das Mountainbike neben dir natürlich zentrales Element. Das heißt, man ist für solche Technologien offen. Aber im Breitensport und auch in manchen Spitzensportarten ist das nicht der Fall. Und die dann langfristig bei Laune zu halten, die Leute, das ist etwas, was uns beschäftigt. Vielleicht noch eine andere Seite. Wearables ist hochgradig interdisziplinär. Man hat Hardware, man hat Software, man hat die Sportwissenschaft, man hat auch noch die Medizin. Man hat auch den Zuschauer, der gerade in den populären Sportarten wie Fußball natürlich einen enormen Einfluss auch hat an diese Sportart und alle wollen irgendwo bedient werden. Das ist sehr schwierig für uns, weil wir aktuell eigentlich nur Hard- und Software von der Kompetenz her haben. Jetzt die Kompetenz eingehen, was können wir besonders gut? Was wir sehr gut können, sind Wearables bauen. Vielleicht ein Beispiel, wir haben Fitness-Shirt-Technologie, wo man ein Shirt trägt, was ein EKG ableiten kann, was Atmungsparameter erfassen kann und was Bewegungen aufgrund von Beschleunigungssensoren erfassen kann. Und Prototypen zu bauen, die man schnell im Feld einsetzen kann. Das können wir sehr gut. Und dann sind wir natürlich auf Feedback angewiesen. Was macht der Benutzer damit? Was braucht ein Trainer etc.? Wie stellt man das schön dar? Wie visualisiert man das? Wie werden die Daten sicher auch übertragen und auch in der Cloud gespeichert? Das sind so Schlagworte, wo dann bei uns die Kompetenz immer mehr abnimmt. Also wir machen Prototypen für Feldtests. Hast du jetzt heute in den Diskussionen irgendwie da Erkenntnisse gewonnen über Dinge, die jetzt für den Sport besonders wichtig sind, die deine Arbeit anregen? Wir haben aktuell zwei große Sportarten, wo wir unser Shirt anwenden, das ist der Fußball und das ist Eishockey. Beide Sportarten, wo wir das Shirt verheiratet haben mit einer Technologie ähnlich wie Kinexon, das nennt sich bei uns Red Fur, halt zur hochpräzisen Ortung. Da sind die Anforderungen relativ ähnlich. Also beim Eishockey ist es super einfach, die sind leicht geplagt, ja? Die haben riesen Panzer an, Usability ist da relativ einfach zu handeln. Auch beim Fußball ist es gar nicht so schwierig. Wo man darauf achten muss, beim Fußball als Beispiel ist, diese Einheit darf nicht im Brustbereich sein, weil man den Ball mit der Brust annehmen muss. Die muss hinten sein. Das ist für einen Breitensport nicht akzeptabel, dass man da hinten, das muss vorne einfach dran zu klicken sein. Um jetzt auf die Frage zurückzukommen, die Erkenntnis ist schon da, dass es nicht das Wearable gibt. Das Wearable, was alle Sportarten gleichermaßen bedient, sondern dass es sehr individuell sein muss. Und hast du irgendwie Lust gekriegt jetzt auf ein Projekt, auf irgendeine Idee, wo du sagst, da möchte ich gerne mal mein Umfeld was starten? Ja, also Mannschaftssportarten, deswegen war ich auch der Gruppe von Dirk, ich kenne den Nachnamen gar nicht, ich glaube, wir haben jetzt alle per Du hier, ich sage einfach Dirk, fand ich spannend und da halt diese Ermüdung zu erkennen. Wir haben aktuell in Erlangen ein sehr großes Projekt, das nennt sich Leistungszentrum Elektroniksysteme, wo wir Wearables entwickeln und dort geht es genau um solche Sachen. Wie kann ich erkennen beim Eishockey, wenn jemand ausgewechselt wird, wie schnell regeneriert der in diesen 2-3 Minuten, die er Auszeit hat, was für Parameter brauche ich dafür? Das sind momentan spannende Fragestellungen und wir arbeiten da sehr intensiv mit dem Lehrstuhl für Sportwissenschaft in Erlangen zusammen, weil wir diese Kompetenz einfach brauchen. Die können wir selber nicht stemmen. Wie gesagt, wir sind Hardwareentwickler und Softwareentwickler. Gut, ich möchte jetzt noch, bevor ich allgemeine Fragen stelle, ein paar Ideen von allen einsammeln, je nachdem wer eine Frage oder wer eine Idee dazu hat, im Hinblick auf Einsatzpotenziale, die nicht Analyse sind. Das hat mich in den letzten Wochen oder auch heute so sehr beschäftigt, dass halt sehr, sehr viel an der Wearables-Energie ins Messen, ins Analysieren geht. Und ich sehe ja für den Sport, für den Nutzen für den Sport noch eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten. Ich habe ja ein paar Kategorien genannt. Was könnte man denn beispielsweise machen, um die Motivation der Sportler zu steigern mit Wearables? Gibt es denn da von euch Ideen dazu? Ich dachte, irgendwas, dann hat man mehr Lust auf den Sport oder sich zu quälen oder irgendwas zu tun? Also im Radsport, also ich sehe es bei mir ja,
die Leistung, die ich aktuell abrufe, wird 1:1 dargestellt. Und du weißt, die Zahl kannst du über den Zeitraum fahren, die Leistung. Und das motiviert natürlich dann auch. Dann sagst du dir, das schaffe ich und das schaffe ich noch einmal und das schaffe ich noch einmal. Und mit dem Wissen gehst du dann anders motiviert ins Training. Und das motiviert mich immer wieder im Training, also das zu nutzen. Auch wenn du denkst im Kopf, es geht nicht mehr, aber es geht trotzdem. Aha. Wir hatten ein Beispiel bei uns in der Arbeitsgruppe, das waren diese, war der Hinweis, dass die Schweden wohl unterschiedlich umfärbbare Trikots haben als Wearables mit drin. Das heißt also, ich kann irgendwie zwischendrin mal kurz das Trikot, die Trikotfarbe ändern. Das bietet natürlich noch eine Möglichkeit, auch im Training anders zu agieren und durchaus auch ein bisschen Chaos ins Training mit reinzubringen, was dann durchaus motiviert sein kann, wenn auf einmal die Hälfte der Mannschaft anders spielen muss als anderes. Und das ist natürlich auch noch ein Einsatzgebiet. Wir kennen Ideen auch so aus dem Consumer-Bereich, mehr das im Bereich von Spielen mit reinzusetzen, dass man über solche Sachen tatsächlich vielleicht nicht im Hochleistungssport, aber zumindest im Nachwuchsleistungssport einen Aufforderungscharakter über eine andere Art von Trainingssteuerung machen kann, die eher spielorientiert ist und dann trotzdem aber die Inhalte. Ja, klar, es ist ja immer so, das Plädoyer nur in diese Richtungen auch ein bisschen zu denken. Leistungssteigerung, also vielleicht auch vorm Wettkampf, in der Vorbereitung oder während des Wettkampfs, gibt es da Einsatz, seht ihr da Einsatzmöglichkeiten? Wenn man es zum Wearable zählen will, wir arbeiten ja mit Osram und versuchen den Einfluss von Licht bestimmter Wellenlänge auf Geschwindigkeit und Leistung zu nutzen. Es gibt inzwischen mehr und mehr Wettkämpfe, die finden nachts statt und eine Herangehensweise wäre jetzt mit dem, also eine Lichtbrille als Wearable. Also ich setze mich zu den Zeiten bestimmten Licht aus und das haben wir ja schon mal gehabt, glaube ich, jetzt in den Vorträgen, diese hormonelle Regulation über diesen zirkadianen Rhythmus zu unterbrechen und dann, wenn es dunkel ist und der hormonelle Reiz auf Tag- und Leistungsfähigkeit sich einzustellen wegfällt und eher diese Melatoninproduktion beginnt, also ich runterfahre auf Nacht, das zu unterbinden. Und das wäre so ein Ansatz. Momentan nicht ganz so clever gelöst, technisch, wie wir uns das vorstellen, aber zumindest geht es so in die Richtung. Das wäre so ein Ansatz zumindest. Ansonsten, ich muss jetzt, glaube ich, den Markus anschauen. Wenn man neben dem Sensor, da haben wir ja schon mal diskutiert, den Sensor gleichzeitig auch zum Aktor macht und mir schwebt er dann immer nur der Rennanzug vor, der seine Druckzonen automatisch erkennt, je nach Temperatur, diesen Reynolds-Effekt versteht und dann seine Oberfläche entsprechend ändert. Gleichzeitig misst er was, dieses Textil, und reagiert darauf. Sehr schnell und intelligent. Das wäre nach wie vor eine Herausforderung. Also im Sinne der Leistungssteigerung. Ja, genau, das will ich ja. Wie gesagt, ich will ja nur ein bisschen öffnen. Es gibt das Thema ja Regeneration. Was geht denn da mit Wearables? Das ist ja jetzt irgendwas. Also können wir ja auch gleich noch ein paar Ideen beisteuern. Weil da haben wir ja gelernt, das ist eigentlich schwierig. So richtig helfen, man muss es für sich herausfinden. Aber das kann was sein. Angebote schaffen. Oder? Angebote schaffen und dann da bewerten. Und über die gewisse Zeit herausfinden, was für mich dann in welcher Situation offensichtlich ganz gut. Ich meine, das ist ein Thema mit Wärme, Kühlung, Vibrationen, Schlafförderung. Geht da irgendwas, also oder macht da irgendwas von Sinn? Oder jetzt bis hin zu rhythmischer Kompression, Massageeffekte? Oder muss ich erst zu den kreativen Hammer auspacken? Du kennst ja das Setup für solche Fragestellungen. Apfelschorle. Löst diesen kreativen Knoten nicht.
mir. Ich möchte nur, also ihr seht schon, ich denke, es gibt mehr Potenzial als ich, so an der Überfallartig, aber mir ist wichtig, dass man in die Öffnung halt reinkommt und noch über andere Felder nachdenkt. Ein letztes, damit ich nicht allzu lästig werde, aber da ist sicherlich ein Riesenpotenzial, ist die mediale Aufbereitung. Also was, wie kann man jetzt mit dem Bestimmen jetzt dann doch wieder von Werten, die man misst, auch Sportarten spannender machen, den Menschen besser nahe bringen, mehr mitreisender, besser verständlich, sowas. Was geht denn da? Die Dinge, die es zum Teil ja schon gibt, aber in allen Sportarten, diese dynamischen Kennwerte, sei es jetzt dann aber auch Geschwindigkeit, Vibrationen, Kräfte, sonst Gehkräfte, die ausgesetzt sind, im Automobilrennsport gibt es ja zum Teil, da haben sie es aber wieder eingestellt, ne, dieses Einblenden dieser Daten oder zumindest zurückgefahren. In den meisten anderen Sportarten gibt es dann noch sehr, sehr wenig, aber es macht trotzdem zumindest mal Zeit lang, vielleicht darf man es halt überfrachten, für den Zuschauer das etwas mehr erlebbar. Was ist denn der Athlet jetzt gerade ausgesetzt? Bei dem Eisschnellläufer sieht man es ja aus, wenn der in der Kurve abfliegt, welche enorme Dynamik da drin steckt. Solange der da auf der Kurve geschnitten rumfährt, schaut das ja relativ einfach aus. Dann, wenn er in die Bande rutscht, dann sieht man erstmal, was da drin steckt. Ja, und die müssen ja immer erst ausrutschen und in die Bande fallen, dass ich als Zuschauer erkenne, wow. Ja, also was muss der wohl gerade für Kraft das haben zur Kurve? Ausschauen wird es ja spielerisch. Ja, beim Skifahrer ja oft ähnlich. Und das ist vielleicht mal ganz interessant. Wobei es, wenn man das im Automobilrennsport anschaut, wahrscheinlich auch nur eine gewisse Zeit geht und dann wird es vielleicht eher wieder lästig als Information. Dann muss ja halt die nächste kommen, damit gleich fünf auf einmal, sondern eine nach der anderen. Ja, aber das wäre sicherlich mal was. Wenn ich es misse, dann ist mir die Frage, wie übertrage ich es in Echtzeit dahin, dass das dann auf das Live-Fernsehbild verarbeitet werden kann. Aber das sollte lösbar sein. Sonst? Wenn es jetzt dazu nichts Direktes gibt, dann entziehe ich mich der Verantwortung, hier euch mit blöden Fragen zu belästigen und spiele die weiter an das Auditorium. Machen wir es zu Teilhabern. Was sind denn von eurer Seite für Fragen oder Anmerkungen? Jetzt die unterschiedlichsten Inputs gehört. Ja. Ja, es gibt ja jetzt seit ein paar Jahren diese großen Plattformen inzwischen und Smartphone-Apps in Richtung Ausdauerdiagnostik und Trainingsdokumentation, also Strava, die gerade im Ausdauerbereich sehr aktiv sind. Wie sehr wird es denn in der Sportpraxis, also gerade im Mountainbike zum Beispiel im Hochleistungsbereich, nutzen das die Trainer und zur Kontrolle oder nutzen das jetzt speziell zum Beispiel gar nicht? Oder? Also ich nutze es Strava, aber du eigentlich könnt 100% hochladen, aber nicht alles veröffentlichen. Also schon Spezialtrainings, die tue ich halt schon geheim halten. Und mein Trainer schicke ich halt die gleichen Daten, aber er wertet das in einer anderen Software aus, die aber die ganzen Softwaren, ob eine Strava, Garmin oder Golden Cheetah oder was es da noch an freien Software gibt, das hat den gleichen Effekt. Man muss eine gewisse Kennzahl für den Sportler eintragen, um halt auch Langzeitbelastungen, Kurzzeitbelastungen zu erkennen, um Schlussfolgerungen zu machen. Und das ist einfach das Wichtigste und das wird ohne dem geht kein Radsport mehr. Definitiv. Ob nun das bei Strava jeder Sportler publiziert, das ist die zweite Sache. Ne? Aber zwischen Trainer und Sportler, ohne den geht es gar nicht. Weil das ist ein perfektes Analyse-Tool. Was hast du wirklich an Leistung verbracht? Energieverbrauch ist ja 1:1. Was hast du Energie aufgenommen? Dann kannst du ja genau sagen, in welchem Bereich du dich befunden hast, welche Energie du verbraucht hast in fetten Kohlenhydraten, kannst du dir ausrechnen. Eigentlich, ich sage eigentlich, Radsport ist eigentlich Mathematik. Du kannst alles sehr gut planen und eigentlich die Ziele sehr gut definieren und planen. Einzige ist halt Krankheit, Umwelteinflüsse, andere
Einflüsse. Und das ist, denke ich, für grundsätzlich all die Sportler interessant. Wie kann ich extern noch Möglichkeiten den Sportler geben, dass der, wenn er nicht so sehr in seinen Körper reinhören kann und sagen, heute geht es mir schlecht oder heute habe ich einen hohen Puls oder was weiß ich, dann dass irgendein Gerät, was es ja auch schon gibt, was gestern auch angesprochen ist, Puls 7 oder Vitalmonitor, über Herzfrequenz, Variabilität, dem Sportler halt sagen kann, Training heute lieber nicht oder jetzt Superkompensation. Was ich sehr spannend fand bei den Diskussionen heute, dass Sie meistens die Wearables im Kontext zu Technik, Taktik, Fitness irgendwie gesetzt haben. Was ist denn mit dieser vierten Komponente Psychologie? Man sieht in anderen Bereichen, gerade bei den Arbeitswissenschaften, da werden Smartphones zum Beispiel herangezogen, um Stresslevel von manchen Berufen dann eben auch zu erfassen. Also wie hastig tippt jemand in sein Smartphone, wie hastig spricht jemand in sein Smartphone. Ist das auch ein Gegenstand, sage ich mal, für den Sportbereich, dass man Wearables auch für psychologische Fragestellungen einsetzen kann? Und wenn ja, wie? Ja, also das Shirt setzen wir auch in der Psychiatrie ein. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Es gibt von der Firma Biosign diesen Q, der misst plethysmografisch die HRV. Und alles, was dahinter steckt, ist, wenn du dich als gestresster Patient darauf konzentrierst, ruhig zu atmen und dieser Ball, den du in der Hand hast, der deine HRV oder auch erstmal nur deine Herzrate misst, ändert die Farbe, je nachdem, wie entspannt du bist. Und dann steht im Unterbewusstsein eine Art Regelschleife, das nennt sich Biofeedback. Ja, das heißt, du kannst dich relativ schnell auf deine Atmung konzentrieren und dich runterfahren. Und das setzen wir auch mit dem Shirt ein. Da geht es aber dann wirklich in die medizinische Anwendung. Also ein Parameter, den man braucht, ist eine HRV, die Herzratenvariabilität, das heißt eine robuste Detektion der Erdzacken im EKG. Könnte man 1:1 hernehmen, die Technologie, die man auch im Bereich Wearables einsetzt. Wir haben es mit der Herzratenvariabilität mal versucht, vor einigen Jahren den Vorstartzustand zu kontrollieren und dann zu systematisieren. War zumindest der Ansatz. Also man geht davon aus, dass jeder Athlet irgendwas hat, so einen optimalen Grad der Erregung hat, wo er seine beste Leistung bringen kann. Und den hat man versucht, zum einen zu erfassen und dann eben auch systematisch herbeizuführen. Wenn der Athlet darunter oder darüber war, ist entsprechend mit Interventionen dann dahin zu pushen. Sind leider gescheitert. Aber das war der Ansatz, den wir mal gegangen sind. Mit dieser Herzratenvariabilität, also am Wearable im Zusammenhang mit irgendwelchen psychologischen Komponenten, aber sind dort nicht weitergekommen.